Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu meinem zweiten Video für heute. Inhaltlich geht es um dasselbe Thema. Wer das Video von heute noch nicht gesehen hat, ich verlinke es hier, solltet ihr euch vielleicht vorher reinziehen und schaut dann einfach den Rest dieses Videos noch. Ganz wichtig, es geht um PC-Mods. Ein Team von verschiedenen Leuten inklusive eines Dataminers, der wirklich sehr extrem in der Apex Legends Materie drin ist und sich die Karte wahrscheinlich so gestalten kann, wie er will und vor allen Dingen auch die Fähigkeiten der Legenden umgestalten kann, wie er will. Warum ich das so betone, ich habe gleich nochmal Gameplay. Im ersten Video waren es 20, 30 Sekunden. Jetzt habe ich gleich nochmal über 40 Sekunden Gameplay-Material. Um was geht es genau? Ich reiße es nochmal kurz an. Es ist ein Team von mehreren Leuten, die einen PC-Mod rausbringen wollen. Und jetzt das Gameplay zeigt, dass es nicht nur um einen Battle-Royale-Modus gehen soll, den sie da vorschlagen, World's Edge After Dark, ganz wichtig, Season 3-Version, extrem geil. Jetzt habe ich aber Gameplay von einem Team Deathmatch. Es geht los mit einem kurzen Respawn auf der Baustelle und danach einen theoretischen Fight im Zugdepot und zieht euch einfach mal rein, was sie aus Wraith gemacht haben, was sie für Fähigkeiten hat. Ist so ein bisschen eine Mischung aus Wraith und Horizon, würde ich jetzt grob schätzen. Zieht es euch einfach mal rein. Hier stand es auch, Welcome to Team Deathmatch. Oder stand direkt Welcome to Team Deathmatch? Ja, hier steht's. Moment, ich mach's nochmal ein Stück. Welcome to Team Deathmatch und jetzt lassen wir das einfach mal zu Ende laufen. Und jetzt sehen wir hier Spawnpunkt A und Spawnpunkt B, jeweils in diesen Containern oben über ein Zugdepot. Und es ist so eine Art Team Deathmatch halt. Und das finde ich eine echt kreative Sache. Und jetzt setzt er die Fähigkeiten ein, das ist crazy. Das ist einfach mal ein fucking Teleport. Also eine Scheiße, wenn ich mir das so reinziehe, ich krieg von dieser Scheiße echt nicht genug. Es ist einfach zu unterhaltsam. Natürlich ist die Fähigkeit rund um Wraith so überarbeitet, nach der ihren Vorstellung ein bisschen übertrieben. Aber ich könnte es mir, wie gesagt, gut vorstellen. Ich bin auf eure Kommentare nochmals gespannt. Jetzt, wo wir weiteres Material von den Leuten haben, die sich das Projekt angenommen haben, könnte ich mir vorstellen, einerseits ein ganz normaler Standard Battle Royale After Dark mit den Mods. Und ich habe auch im ersten Video schon betont, ob das EA bzw. Respawn überhaupt zulässt, dass man PC-mäßig das Spiel modden darf und dann irgendwie, keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Und jetzt hier eindrucksvoll auch noch bewiesen wird, sie haben ein paar mehr Ideen, die umgesetzt werden, Team Deathmatch. Und wenn EA oder Respawn jetzt hinterher mitkriegt, Mensch, das hat einen Andrang, die Leute haben Bock darauf, da müssen wir was machen, könnte ich mir vielleicht ganz gut vorstellen. Ich bin auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt, das soll es schon wieder von mir gewesen sein. Lasst mich wie immer mit einem Daumen nach oben wissen, dass euch das Video gefallen hat. Ansonsten gerne ein Abo dalassen. Wenn ihr das noch nicht getan habt, würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.